das 120-Tage-Programm vorzustellen. Ja, einen schönen guten Tag von meiner Seite. Bernd Rixinger und ich, wir haben uns gemeinsam auf ein Programm für die kommenden 120 Tage verständigt. Das trägt den Titel »Den Aufbruch organisieren«. Und der erste Punkt unserer Aufgaben sehen wir darin, die Kunst des Zuhörens zu praktizieren. Also das heißt, wir wollen die Mitglieder der Partei einladen, mit uns gemeinsam über den künftigen Kurs der Partei zu diskutieren. Und wir meinen halt, wir können von unseren Unterschiedlichkeiten voneinander lernen. Das genau wollen wir mit Leben erfüllen. Um die Parteiarbeit partizipativer zu gestalten, gibt es unsererseits jetzt im Sommer eine Sommertour mit den bekannten Regionalkonferenzen. Wir werden uns mit den Landesvorsitzenden treffen, aber darüber hinaus wollen wir auch einige neuere Kommunikationsformen praktizieren und entwickeln. Zum einen, das ist bereits eingerichtet, gibt es einen Blog unter der Überschrift »Fragend schreiten wir voran«, wo wir Mitglieder und Sympathisantinnen einladen, uns ganz konkrete Vorschläge für die Arbeit des Parteivorstandes zu unterbreiten. Da wird auch schon rege diskutiert. Zum Zweiten wollen wir die Veranstaltungsform Massentelefonkonferenzen einmal versuchen, in eine Partei einzuführen. Massentelefonkonferenz heißt, dass sich Menschen aus ganz unterschiedlichen Orten in einen gemeinsamen telefonischen Konferenzraum begeben und per Chat und per E-Mail sich dann jeweils zu Wort melden können und freigeschaltet werden. Der Vorteil einer solchen Veranstaltung wäre halt, dass Genossinnen aus Mecklenburg-Vorpommern und Saarland, die sich ansonsten nur mal auf dem Parteitag von der Ferne sehen, wirklich miteinander ins Gespräch kommen können. Wir wollen auch in einem ersten Pilotprojekt da bewusst Menschen aus Mecklenburg-Vorpommern und Saarland einladen, gemeinsam ins Gespräch zu kommen. Der Vorteil davon ist auch, dass Menschen, die halt abends nicht lange Fahrtwege auf sich nehmen können, weil sie entweder einen Beruf haben oder weil sie Kinder haben und zu Hause bleiben müssen, trotzdem sich daran beteiligen können. Ebenso wollen wir das Gespräch suchen und wir haben uns auch schon gemeldet als eine der ersten Maßnahmen nach unserer Wahl im Gespräch mit den linken Oberbürgermeisterinnen und Landräten führen, denn natürlich ist die Kommunalpolitik das Herzstück unserer Arbeit in Ost wie in West und wir wollen mit den Oberbürgermeisterinnen und Landräten uns auch darüber unterhalten, wie jetzt die Kürzungspolitik die Auswirkung des Fiskalpakts sich direkt vor Ort äußert. Eine zentrale Aufgabe, die vor dem jetzigen Parteivorstand steht, ist die Aufstellung für die Wahlen. Das ist sowohl die Bundestagswahlen und natürlich sind die Landtagswahlen in Niedersachsen da ein wichtiger Meilenstein. Insofern wollen wir uns treffen mit dem Wahlstab, dem Landesvorstand von Niedersachsen und mit ihnen beraten, wie die Bundespartei den niedersächsischen Landtagswahlkampf unterstützen kann. Ein zweiter Schwerpunkt in unserem 120-Tage-Programm, das steht unter der Überschrift »Die linke Schutzfaktor gegen Prekarisierung und Stress am Arbeitsplatz«. Wir wissen, dass die Krise sich in Deutschland bisher anders äußert als in Griechenland beispielsweise, eher durch eine schleichende oder zunehmende Prekarisierung der Lebens- und der Arbeitswelten. Das hat ganz verschiedene Gesichter, zum Beispiel die Tatsache, dass 23% aller Beschäftigten inzwischen in Niedriglöhnen arbeiten. Wir sehen hier auch eine klare Verbindungslinie zu den Auswirkungen der Krisenpolitik und generell der Krise, währenddessen einerseits die Vermögen der Millionäre gestiegen sind auf 2,2 Billionen, hat halt die Zahl der Niedriglöhner zugenommen. Und wir beobachten, dass es eine Tendenz gibt, die Menschen in unterschiedlichen prekären Lebenslagen gegeneinander auszuspielen. Also den Arbeiter der Stammbelegschaft gegen den Leiharbeiter, den Deutschen gegen die Migranten, die Verkäuferin gegen die Erwerbslosen. Wir meinen aber, dass es da gemeinsame Interessen gibt und dass es darauf ankommt, auch eine gemeinsame Sprache zu finden, und zwar sowohl zwischen denjenigen, die unter Armut und Unsicherheit und Stress leiden, die am Laptop arbeiten, wie unter denjenigen, die am Fließband arbeiten oder mit dem Wischmopp arbeiten. Um das zu thematisieren, um auf das Problem Zunahme von Stress hinzuweisen, werden wir jetzt im Sommer eine Postkartenaktion der Partei anbieten, um deutlich zu machen, die Linke, das ist auch ein Schutzfaktor gegen Armut und gegen prekäre Beschäftigungsverhältnisse und gegen Stress am Arbeitsplatz. Herzlichen Dank. Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Ich will, bevor ich auf die zwei weiteren Themen eingehe, die wir hier präsentieren, vielleicht mein Eindruck von einer Woche Berlin ganz kurz kundtun.
Ich habe das Gefühl, dass die neue Parteiführung sehr gut aufgenommen wurde und dass es uns tatsächlich gelingen kann, die Partei zu integrieren und eine neue Aufbruchstimmung herzustellen. Ich war am Wochenende im Landesparteitag Berlin eingeladen. Der Empfang war sehr freundlich und das, was wir vorgeschlagen haben, sowohl zur Kommunikation in der Partei wie auch inhaltlich, ist sehr gut aufgenommen worden. Wir haben also den Eindruck, dass die Linke sich tatsächlich konzentriert auf ihren eigenen Politikansatz, wieder in die Offensive kommt, was die Themen anbetrifft. Und tatsächlich haben wir die drei Themen, die wir jetzt darstellen, auch vorgeschlagen und werden die in der Partei zur Diskussion stellen. Heute zeigt sich schon, dass das sehr gut angenommen wird. Das zweite Thema, auf das ich jetzt eingehen werde, ist die Auseinandersetzung in Europa. Wir sehen, dass wir in Europa eine soziale Auseinandersetzung haben, wie wir das in der Geschichte bisher nicht gekannt haben. Und wir sehen, dass jetzt mit der Bankenkrise in Spanien wir in einen erneuten Krisenprozess eintreten, wo Millionen Menschen praktisch in gemeinschaftliche Haftung genommen werden für das Versäumnis, rechtzeitig die Finanzmärkte zu regulieren. Die versprochene Regulierung ist ausgeblieben, keine Steueroase ist geschlossen worden, keine Schattenbank ans Licht geholt worden, kein Hedgefonds verboten. Es kann genauso weitergemacht werden wie zuvor. Und wir sehen, dass die Krisenpolitik praktisch dazu beiträgt, dass ständig neue Krisen in Erscheinung treten. Und wir sagen, hier sind drei U's verantwortlich. Das ist die Frage Unterregulierung. Die Finanzmärkte müssen dringend reguliert werden. Und das, was jetzt als Börsenumsatzsteuer im Gespräch ist, ist ein sehr kleiner Schritt, der bei weitem nicht ausreicht. Wir sagen, dass es Ungleichgewichte in den Handelsbilanzen gibt, die für Dauerkrisenprozesse sorgen. Da müssen insbesondere in Deutschland die Löhne erhöht werden. Das haben wir auch gesehen, da gibt es eine klare Linie zur Prekarisierung der Arbeitswelt, wo insbesondere dort die Löhne am dramatischsten gedrückt wurden. Und wir haben die Frage der Umverteilung. Überall werden Kürzungs- und Armutsprogramme verabschiedet, aber nirgendwo wird praktisch darüber diskutiert, dass eigentlich der Reichtum in wenigen Händen sich dramatisch vermehrt hat und dass dieser Reichtum zur Lösung der Finanzkrise auch herangezogen werden muss. Wir sehen gerade, dass der Fiskalpakt diese Verhältnisse dramatisch zuspitzen wird, schon in den nächsten Monaten. Und die SPD verhandelt hier deutlich unter Wert. Es wird dazu kommen, dass quasi die verheerende Politik so fortgesetzt wird. Und wir werden sehen, dass das wirtschaftlich sehr schnell auf uns zurückkommen wird, wie ein Bumerang. Es ist eine völlige Illusion zu meinen, wenn wirtschaftlich die anderen europäischen Länder immer mehr nach unten gehen, dass ein Exportland wie Deutschland davon nicht betroffen sein wird. Die Einschüsse kommen hier einfach immer näher. Und insofern werden wir aufzeigen, warum wir gegen den Fiskalpakt sind. Wir werden dafür kämpfen, dass Europa sozialer wird. Und wir haben gar kein Verständnis dafür, dass hier gleichzeitig auch massive Einschränkungen der Demokratie vorgenommen werden. Und die Linke versteht sich hier als klare demokratische Erneuerungsbewegung. Konkret werden wir natürlich auch den außerparlamentarischen Kräften, der Blockupy-Bewegung, den sozialen Bewegungen ein Angebot für einen Ratschlag machen, um auch mit ihnen zu diskutieren, wie wird es jetzt nach der großen Demonstration in Frankfurt weitergehen, weil sich die Linke tatsächlich sowohl als parlamentarische als auch als außerparlamentarische Kraft versteht. Der dritte Schwerpunkt unseres 120-Tage-Programms ist die Rückeroberung des Öffentlichen, die Bedeutung der öffentlichen Daseinsvorsorge. Es dämmert jetzt auch vielen Kommunalpolitikern in der SPD und der SPD, welche Auswirkungen der Fiskalpakt auf die Finanzmöglichkeiten der Kommunen haben wird. Und da wehren sich auch schon erste Kommunalpolitiker.
Wir sehen, dass die Bevölkerung der öffentlichen Daseinsvorsorge, also Gesundheitsvorsorge, Erziehung, Bildung, öffentlicher Personennahverkehr, auch der Energieversorgung, immer größere Bedeutung beimisst. Viele Initiativen gegen Privatisierung von Krankenhäusern, für Rekommunalisierung wurden von einem breiten Bündnis Gewerkschaften, Beschäftigten, Bevölkerung getragen und auch von der Linken unterstützt. Wir sehen da einen wichtigen Schwerpunkt. Wir haben überhaupt kein Verständnis dafür, dass hier Milliarden für die Rettung von Banken aufgebracht wird, während die Kommunen, dort wo praktisch das öffentliche Leben stattfindet, kein Geld mehr da ist, um die nötigsten Dinge für die Bevölkerung zu organisieren. Und da geht es um zwei Dinge. Einerseits, dass wir alle Bestrebungen für Rekommunalisierung bereits privatisierter öffentlicher Einrichtungen unterstützen. Es hängt auch zusammen mit der Energiewende. Also viele fordern, in vielen Gemeinden wird gefordert, die Stromnetze zurückzukaufen, Stadtwerke zu bilden, quasi die Energieversorgung wieder stärker in öffentliche Hand zu nehmen. Das wird von der Linken unterstützt. Unterstützt wird auch eine Offensive fürs Wohnen. Also wir finden das einen sehr guten Ansatz, diese Genossenschaftsbildung im Osten, Fair Wohnen, wo die Linke ja eine eigene Genossenschaft bilden will, um praktisch soziales Wohnen zu ermöglichen. Wir erleben das gerade in allen Ballungsräumen, dass Wohnen wirklich zu einem Kostenfaktor für die Menschen wird und insbesondere die Menschen, die wenig Geld haben, drängt es weiter in existenzielle Probleme. Wir sehen natürlich auch beim öffentlichen Personennahverkehr, bei der Gesundheitsversorgung enormen Bedarf und wir haben das vorgestellt, hier besteht ja eine enge Verzahnung sowohl zu diesem vorigen Projekt zur Eurokrise als auch zur Kommunalpolitik, als auch zur Frage der Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums. Ich glaube, diese Verbindungslinien können wir mit unserem 120-Tage-Programm sehr gut aufzeigen und wir haben jetzt gesehen, dass es auf eine sehr gute Resonanz innerhalb der Partei fällt und wir sind auch überzeugt, es wird auch von der Bevölkerung gut angenommen werden, weil wir damit auch Interessen und Bedürfnisse von Millionen Menschen in Deutschland wieder aufgreifen. Herzlichen Dank.